So, liebe Leute, heute habe ich euch den Frontstütz mitgebracht als kleine Übung. Und zwar ganz wichtig, um den gesamten Rumpf zu stabilisieren. Ja, ganz wichtig als Fußballer, Rumpfstabilisation immer nach dem Training, wohlgemerkt. Und zwar mache ich die Übung jetzt einmal vor. Körper ist eine Linie, Bauchnabel ist eingezogen, Hintern ist angespannt. Und das Ganze halten wir jetzt. Ganz wichtig ist die Position. Wir gehen nicht hier runter, das könnt ihr woanders machen, sondern bleiben auf einer Linie. Wenn ihr es ein bisschen schwerer haben wollt, nehmt ihr jetzt die Arme noch mit zu. Ihr bringt ein bisschen Bewegung rein. Wenn ihr es noch schwerer haben wollt, nehmt ihr halt die Beine mal dazu. Hüfte bleibt gerade. Arme und Beine schön gestreckt. Gut, Leute, das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch mal wieder viel Spaß mit der Übung. Bis dann, euer Lars.